Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, liebe Landesregierung, Haushaltsberatungen 2014, 2015, 2014, zweite Runde, Nachtragshaushalt. Alles, was wir heute gehört haben, oder zumindest das meiste davon, gleicht einem Theaterstück. Zwischen Fakten und Fiktion, eigenem Anspruch und harter Realität. In den Hauptrollen haben wir gesehen, zumindest teilweise sitzend, aber auch hier agierend, Herrn Dr. Norbert, wir halten die Schuldenbremse auf jeden Fall ein, also vielleicht ein bisschen irgendwann, Walter Borjans, Finanzminister des Landes. Wir haben gesehen, Herrn, sitzenderweise jetzt gerade nicht da, Ralf, ich schicke keine Polizei mehr in Fußballstadien mehr, oder doch, oder nur ein bisschen, Jäger, Minister für Inneres. Und wir haben gesehen, Frau Silvia, die Demografierendite bleibt auf jeden Fall in den Schulen zu einem großen Teil, also wenn uns nicht vorher das Geld ausgeht, Löhrmann. Und wir haben gesehen, Herrn, leider nicht hier im Hause, weil leider erkrankt, auch insoweit Genesungswünsche von dieser Stelle. Herrn Garrett, ich bin der Held der digitalen Wirtschaft, also zumindest kenne ich Leute, aber die machen nur Zirkus, Dünn, Wirtschaftsminister. Und wir haben auch gehört, wenngleich nur von der Regierungsbank, Herr Michael, Mike muss sich von Minister Dobrindt, ja wirklich Minister Dobrindt, die maroden Brücken erklären lassen. Groschek, auch das war ja nun hier Thema am heutigen Tage. Und wir haben ebenfalls sehr lauter Zwischenrufen gehört, Herrn Johannes, ich warte 6 Monate und reiche dann Piratenanträge ein, Remmel. Und in den Nebenrollen haben wir dann verschiedene andere Ministerinnen und Minister hier gesehen, die ich jetzt nicht namentlich benennen möchte, aber deren Nichtbenennung keine Befürwortung der politischen Inhalte ist, die in den uns vorliegenden zu beratenden Haushaltsplan zum Ausdruck kommen. Aber ich erlaube mir außerdem auch zu betonen, dass all diese Ministerinnen und Minister möglicherweise Opfer der von ihr getragenen oder von, ja, von den regierungstragenden Fraktionen Opfer sind, derjenigen Fraktionen, die hier gemeinsam mit der Landesregierung diesen Plan erarbeitet wohl haben und vor allen Dingen auch Opfer ihres Finanzministeriums insofern, als dieses allen Ministerien vorschreibt, sie mögen bitte im Jahr 2015 802 Millionen Euro an globaler Minderausgabe erwirtschaften, das heißt den Sparhammer kreisen lassen. Allerdings bin ich etwas erstaunt, denn die Rede des Herrn Finanzministers zur Einbringung des Haushaltes hat belegt, zumindest hat das so gesagt, dass die 802 Millionen, die in dem Druckexemplar bei mir vorne am Tisch liegend noch drinstehen, jetzt gar nicht mehr 802 Millionen sind, sondern 830 Millionen. Globale Minderausgabe, da bedarf es also offenbar noch eines Neudrucks und zumindest eines Änderungsantrags hinsichtlich der Antragstellung. Wie gesagt, im Druckexemplar steht was von 802 Millionen. Aber ich glaube, ich erlaube mir zu betonen, dass wir nicht umhinkommen, uns natürlich der, wie soll ich sagen, Choreografin dieses Theaters, der Regisseurin und man könnte sogar sagen, der Trainerin widmen zu können. Und das ist ohne Zweifel, leider im Moment glaube ich nicht im Saal, Frau Ministerpräsidentin Hannelore. Ich verspreche alles und halte davon so wenig wie möglich Kraft. Und dann kommen wir mal nämlich zu dem Punkt, den Frau Ministerpräsidentin hier eben so blumig ausgeführt hat, wie sie eben hier durchgehend tatsächlich gesagt hat, auch mit Pathos vorgetragener Präsidialität. Wir müssen uns auch um die Einnahmenseite kümmern. Das ist soweit ganz gut und das ist soweit auch richtig. Sie hat außerdem auch gesagt, die rot-grüne Landesregierung habe 1 Milliarde Steuern eingetrieben. Also ich meine, das ist sicherlich der Coup gewesen mit den Steuer-CDs und ja, da ist sicherlich einiges ins Land reingekommen. Aber eins muss ich einmal mal sagen, die Bilanz der Landesregierung, was das Steuern eintreiben oder was die Erhöhung der Einnahmenseite angeht, halte ich für im Moment noch nicht ganz fertig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade bei den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2014 sich die regierungstragenden Fraktionen und gemeinsam mit dem Finanzminister
unglaublich ins Zeug geschmissen haben bei einem Antrag, dessen Drucksachennummer ich jetzt vortragen könnte. Das können wir aber lassen. Es war ein Antrag vom 20.11.2013, da heißt, da geht es um ruinösen Steuerwettbewerb unterbinden und so weiter und so fort. Da ist davon die Rede, dass 160 Milliarden Euro im Bund reinkommen könnten, wenn denn der Bund den Vorstellungen von SPD und Bündnis 90 Die Grüne aus NRW folgen würden und eben bestimmte Schlupflöcher schließen würden. Eingeschlossen war im Übrigen auch der von uns in einem anderen Antrag, nämlich vom 17.09. vorgestellte, ebenfalls hier vorgetragene Antrag auf Beseitigung bzw. Verhinderung der Lizenzboxengeschichten angeht, den hatte die SPD, Bündnis 90 Grüne Fraktion bzw. Koalition im Ausschuss am Ende kassiert und den eigenen Antrag gemacht. Nur, Herr Finanzminister, Sie müssen sich nämlich jetzt fragen lassen, und da bitte ich gerne auch in den nächsten Beratungswochen um Beantwortung, was Sie von dem Auftrag, den Sie hier vom Landtag erhalten haben, in der Zwischenzeit umgesetzt haben. Denn immerhin ist es ja sogar so, dass Sie hier am Pult erklärt haben, dass Sie notfalls auch bestimmte Dinge im Alleingang von NRW aus machen wollen. Also von den nach dem Königsteiner Schlüssel dann auf NRW entfallenden Steuermehreinnahmen infolge bestimmter Änderungen in der Steuerpolitik der Bundesrepublik Deutschland lassen sich bis heute keine Erkenntnisse gewinnen. Ich sehe davon jedenfalls zurzeit noch nichts. Und wir befinden uns ja im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich sprach eben von der Trainerin, Ministerpräsidentin Kraft. Und Sie alle, wie Sie hier heute sitzen, bilden zusammen das Team Kraftlos. Team Kraftlos. Wir haben es von den Oppositionsreihen gehört. Es ist im Prinzip nichts an Vorschlägen, es ist nichts an Vision, es ist nichts an Konsolidierung, es ist nichts an Einnahmeverbesserung zu hören gewesen. Ein Team ohne Effizienz und vor allen Dingen seit Juli dann auch ohne Effizienzteam und dennoch ausgestattet, genau wie unsere Nationalmannschaft, mit dem vierten Stern. Allerdings, der vierte Stern ist kein Stern. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Pringen zulassen? Ach ja, gerne. An dieser Stelle gerne mal eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Pringen, bitte. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich habe nur eine kurze Frage, weil Sie eben mich als Teil des Teams Kraftlos bezeichnet haben. Meine Frage ist, ich bin ja einer von dem Team, ist in Ordnung. Ihr Vorsitzender wird zitiert bei Herrn Blasius mit der Aussage, wir sind nur halb so viele wie die FDP, aber doppelt so tot. Wie erklären Sie sich das? Da sage ich Ihnen ganz einfach, lieber Herr Kollege Pringen, ich hoffe, Sie haben dann den Herrn Kollegen Dr. Paul einmal daraufhin angesprochen und werden von ihm sicherlich dafür eine Antwort erhalten. Ich bin jedenfalls nicht dafür da, die Antworten von Herrn Dr. Paul zu geben, die Sie ihm gerne stellen möchten. Leider nicht, abgesehen davon, lieber Herr Kollege Pringen, das Team Kraftlos, ich habe Sie jetzt nicht zwingend dazugezählt. Wenn Sie sich dazugehörig fühlen möchten, dann ist es natürlich gut. Ich meinte eigentlich die Landesregierung. Lassen wir es einfach so im Raume stehen. Leider nicht so erfolgreich wie der aktuelle Fußballweltmeister, sondern eben mit der vierten Rüge, nicht der vierte Stern, sondern der vierten Rüge beim Verfassungsgerichtshof in Münster ausgestattet. Ja, man könnte also statt der Sterne auf dem Trikot auch Paragraphen nehmen oder die Hämmerchen, mit denen Richter zumindest in alter Vorstellung auf das Pult gehauen haben bei Verkündung des Urteils. Sie sammeln, und das ist zumindest unsere Erkenntnis, wir sind ja in dieser Legislaturperiode zum ersten Mal dabei und können nicht auf die chronologische Historie schauen. Das können wir natürlich tun, insofern als wir in Bücher gucken. Aber wir hatten das hier ja schon mal, dass hier sich Schwarz-Gelb und Rot-Grün gegenseitig die verfassungsgerichtlichen Niederlagen um die Ohren gehauen haben. Für uns sieht die Sache aber so aus, dass diese Landesregierung gerichtliche Niederlagen schneller sammelt, als wir als Opposition Gesetze prüfen lassen können. Und wenn dann das Verfassungsgericht über die nächste anhängige Klage wegen des Effizienzteams entschieden haben wird, werden wir hier in NRW mehr Sterne
auf dem Trikot des Teams kraftlos haben, als die Legislaturperiode bis dahin an Jahren gezählt hat. Uns obliegt es als Opposition, den eingebrachten Haushaltsentwurf der Landesregierung zu kommentieren, zu prüfen und schließlich gerne auch Alternativen vorzuschlagen. Frau Ministerpräsidentin hat eben einleitend etwas gesagt, das hat mich etwas irritiert. Frau Kraft sagte, die Haushaltsdebatte sei die Königsdisziplin der Opposition. Ich habe das ein bisschen anders gelernt. Haushalt und Budgetrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Die Aufgabe der Opposition ist es, die Regierung bei Umsetzung all der Beschlüsse, die in diesem Hause getroffen werden, zu kontrollieren und gegebenenfalls, wenn es denn passt, auch mit Änderungsvorschlägen zu untermauern, wie Politik nach unserer Auffassung im Lande Nordrhein-Westfalens auszusehen hat. Und da bin ich einmal bei einem Aspekt, weil ja auch immer so gerne die Änderungsvorschläge angemahnt werden. Auch heute ist das schon bei Beginn der Haushaltsberatung gemacht worden. Es sei ja noch gar keine Änderungsvorschläge da. Also dafür ist normalerweise die zweite Lesung, soweit ich das gelernt habe, zuständig. Aber sei es. Gehen wir einmal zurück auf das Jahr des Haushalts 2014. Wir befinden uns ja in der Nachbetrachtung im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt von 800 Millionen, die zu einer Netto-Neuverschuldung von 3,2 Milliarden insgesamt führen. Und ich erinnere mich an die Unterrichtung der Landesregierung zur Beamtenbesoldung, wo ich am Ende meiner Rede noch gesagt habe, Sie werden das so machen müssen. Das war hier noch nicht so ganz klar. Aber gleichwohl, wir hatten ein Thema von mehreren Kolleginnen und Kollegen hier im Hause angesprochen, Schulsozialarbeit und Bundespolitik. Ja, das ist doch mal ganz großartig. Wir Piratenfraktion hatten hier im Landtag Nordrhein-Westfalen in den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2014 einen Antrag gestellt, die Landesregierung möge sich nachhaltig beim Bund dafür einsetzen, oder einen politischen Antrag hier gestellt, hier im Plenum, ein nachhaltig dafür einsetzen beim Bund, dass der Bund 100 Millionen Euro an das Land Nordrhein-Westfalen zahle, damit das Land Nordrhein-Westfalen seiner Zahlungsverpflichtung oder der Notwendigkeit, diese zu finanzieren im Bereich Schulsozialarbeit nachkommen kann. Heute stellt sich Ministerpräsidentin Kraft hier hin und sagt, ja, zu Herrn Laschet gerichtet, dann müssen Sie zum Bund gehen. Gleichwohl bitte ich zu betonen und festzuhalten, unser Antrag hier im Plenum, dass die Landesregierung zum Bund gehen möge und dafür einwerben solle, die 100 Millionen Euro, abgelehnt worden ist. Von Rot-Grün in diesem Hause. Und Sie wollen uns erklären, was wir als Opposition zu tun haben? Ich bitte Sie herzlich, werden sich noch mehr Beispiele finden lassen. Zwei habe ich bereits genannt. Die Einnahmenseite geht schief, einmal auf der steuerlichen Ebene, weil der Herr Finanzminister uns zumindest bisher noch nicht gesagt hat, wie er den Auftrag, den er hier aus dem Landtag erhalten hat, umzusetzen gedenkt. Und wenn wir die kleineren Dinge nehmen, wie 100 Millionen für die Schulsozialarbeit, wohl bemerkt, liebes Publikum, kleinere Dinge insofern, als wir hier auf der einen Seite von Milliarden reden und auf der anderen Seite 100 Millionen wirklich im Angesicht des Gesamtvolumens des Haushaltsplans für des Haushalts 2014 und 2015 von kleineren Dingen reden, das wird einfach links liegen gelassen. Da kann ich nur sagen, Team kraftlos. Fehlt Ihnen die Kraft im Bund, entsprechenden Druck aufzubauen, damit der Bund 100 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen locker macht? Und Frau Ministerpräsidentin, müsste ich entgegenrufen, ich habe ein grundlegendes Problem mit der Politik, die von Ihrer Landesregierung repräsentiert wird. Denn bisher haben fast alle Ihre Maßnahmen einer ernsthaften Betrachtung nicht standgehalten. Zumindest befinden Sie sich teilweise, und das bleibt Ihnen zugute zu halten, noch in der Umsetzung. Nennen wir zum Beispiel die Inklusion. Nennen wir beispielsweise die Schieflage in der Frage der Finanzierung, der Belastung der Lehrerschaft insgesamt, was die Inklusion angeht. Nennen wir zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Desolat, wie wir ja eben gehört haben, der Verkehrsminister des Landes muss sich vom Bundesverkehrsminister der CSU unter der Autobahnbrücke bei Leverkusen erklären lassen, wie das mit den bröckelnden Brücken und den bröckelnden Straßen hier zu funktionieren hat. Fakt ist jedenfalls, wenn ich mir den Haushaltsplan so anschaue, da ist ein bisschen zu wenig drin, um die Infrastruktur auf die Beine zu stellen, damit NRW weiterhin zukunftsfähig bleiben kann. Eins steht jedenfalls fest.
Frau Kraft hat hier am Pult eben erklärt, sie werde NRW zukunftsfähig machen. Dieses werden wir einfordern, und zwar mit Mitteln, bezüglich Mitteln zur Restaurierung der Infrastruktur. Und da werden Sie wieder zum Bund rennen müssen, und da bin ich mal gespannt, was passiert. Wir fordern Sie auf. Gehen Sie zum Bund, fordern Sie die Mittel ab, holen Sie die Mittel bei Herrn Schäuble ab, die Sie brauchen, um die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen in eine zukunftsfähige Zukunft, in einen zukunftsfähigen Zustand zu versetzen. Der Landeshaushalt bröckelt eben auch, aber zu diesem allgemeinen Punkt, Herr Witzel, komme ich natürlich noch, denn wir haben es ja auch mit der mittelfristigen Finanzplanung 2014 bis 2018 zu tun. Ein ganz bemerkenswertes Druckwerk mit einem Redaktionsschluss 11. Juli 2014. Das ist letzte und vorletzte Woche in den Häusern hier verteilt worden. 11. Juli, das war 10 Tage nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. Alle Oppositionsparteien und Fraktionen, Herr Finanzminister, haben von Ihnen in Anträgen hier im Hause und auch im Ausschuss mehrfach darum gebeten und auch beantragt, Sie mögen doch mal eine valide mittelfristige Finanzplanung über diesen Zeitraum 2017, 2018 hinaus vorlegen, am besten bis 2020. Das haben Sie mit wortreich haben Sie das abgelehnt. Aber wissen Sie, das Druckwerk, was wir jetzt alle noch in Händen halten, und ich habe eben noch eine Kollegin aus einer anderen Fraktion mit diesem Druckwerk in Händen hier getroffen und frage, was machst du denn damit? Ja, ich muss das doch mal lesen. Ich sage, nee, schmeiß es weg. Weil da stimmt keine einzige Zahl. Sie kann deshalb nicht stimmen, weil die Neuverschuldung 3,2 Millionen beträgt und nicht 2,4 Millionen für 2014. Weil die Neuverschuldung für 2015 Milliarden, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Millionen, also ganz viel mehr Millionen mit nur noch einer Null hinten dran. Ja, ist ja klar, 3,2 Milliarden. Und weil die Neuverschuldung für 2015 2,25 Milliarden nach den von Ihnen vorgelegten Zahlen beträgt und nicht 1,9. Alleine deshalb und auch, weil die Annahmen zu Zinsen, zur Zinsentwicklung selbstverständlich ein ganz entscheidender Punkt sind bei der Planung bei einer mittelfristigen, wie aber auch längerfristigen Finanzplanung. Und wir haben hier schon mehrfach festgestellt, hier im Hause, dass das selbstverständlich etwas Orakel ist, so eine mittelfristige Finanzplanung. Aber wenn wir doch bitte schön mit seriösen Zahlen arbeiten können, dann sollten wir es doch bitte auch tun. Und dann sollten wir doch die Fraktionen anschreiben und sagen, liebe Fraktionen der Opposition, schmeißt diese mittelfristige Finanzplanung weg. Es kommt in den nächsten Tagen eine neue, die vielleicht stimmt. Nein, Herr Finanzminister, gucken Sie, fragen Sie Kollegen, was die für ein Druckwerk haben. Da stimmt keine Zahl. Es kann keine Zahl stimmen. Wenn Sie jetzt sagen, die stimmen alle, die Zahlen, na dann bin ich gespannt, wie die Haushaltsdebatte weiter funktionieren soll. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das Petitum, was Sie ja immer ausgeben und was ja auch nach dem Grundgesetz korrekt ist, Einhaltung der Schuldenbremse nach dieser Finanzplanung, wie sie sich realistisch darzustellen hat, tatsächlich gelingen soll. Sie sagen zwar, wir sparen ein. Und weil wir einsparen, werden wir die Schuldenbremse einhalten. Ja, es ist richtig, wir müssen 800 Millionen Euro den Landeshaushalt für 2014 höher belasten. Aber das macht nichts. Im nächsten Jahr 2015 sind wir gleich wieder auf der gleichen Stufe wie zu Ende 2013. Das heißt also, gemäß der Planung für 2014 sind wir genau an dem Punkt, irgendwann im Jahre 2015. Und jetzt kommt der Hammer. Sie rechnen uns hier vor, heute, in diesem Hause, Ihre Rede habe ich ja vorliegen, Sie erreichen 2015 ein Einsparvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro gegenüber heute. Und jetzt küttet. Da wird dann erstmal ein Einspareffekt addiert als Grundlage. 220 Millionen Euro strukturelle Einsparung, weil man keine 1:1-Anpassung der Beamtenbesoldung machen muss nach dem Verfassungsgerichtshofsurteil. Das heißt mit anderen Worten, Geld, was Sie von vornherein im Haushalt 2014 gar nicht drin hatten, müssen Sie gar nicht zahlen, sondern weniger, nämlich nur in 2014 480 Millionen, in 2015 dann 430 Millionen. Die 220 Millionen errechnen Sie daraus, dass ursprünglich 700 Millionen zumindest im Sinn gerechnet wurden, aber Sie ja nur 480 Millionen jetzt zahlen müssen.
Das heißt mit anderen Worten, Sie sparen 220 Millionen strukturell in einem Bereich, den Sie überhaupt noch nicht haushalterisch angesetzt hatten. Es war überhaupt nicht etatisiert. Der Kollege Dr. Oppenbrink hat im Ausschuss das einzig richtige Wort für Ihre Politik in dem Zusammenhang genannt. Virtuelle Sparschwein hat er das genannt. Virtuelle Sparschwein. Und tatsächlich ist es so. Sie können hier die Zahlen, die Sie aufgeschrieben haben, auf Seite 4 und 5 des Druckwerks Ihrer Rede, des Abdrucks Ihrer Rede, die können Sie alle nehmen und können Sie in neben dieses Orakel stellen. Und Sie werden feststellen, keine dieser Zahlen wird im Verlaufe 2014, 2015 Bestand haben können. Einzig vielleicht im Bereich des Personalabbaus. Aber da werfen Sie ja der Opposition, bestehend aus CDU und FDP in dem Falle, grundsätzlich vor, die würden ja nur Einsparvorschläge bezüglich Personal machen. Sie machen das doch selber. Sie wissen doch gar nicht, wo Sie einsparen sollen. Sie werden doch getrieben von Ihrer Ministerpräsidentin und von Frau Löhrmann. Ist doch ganz klar. Weil die sagen doch ganz eindeutig. Und zwar sagen Sie das, Frau Ministerpräsidentin verteidigt beim Forum Ruhr, beim politischen Forum Ruhr am 1.9. ihre Politik dahin, dass man zwar sparen soll, aber dass es für Sie eigentlich nicht auf Sparen ankommt, sondern auf Investitionen. Es wird ausgegeben, auf Teufel komm raus, so hat sich jetzt zumindest, ich zitiere hier, eine öffentliche Hand, die nur spart, denkt finanzpolitisch viel zu kurzfristig, sagt Kraft am Montagabend beim politischen Forum Rhein-Ruhr. Das ist ein Zitat aus der WAZ vom 2.9. Und weiter heißt es, sie stehe trotz vieler Widerstände und heftigen Gegenwinds dazu, durchaus unternehmerisch zu denken. Hört, hört. Das bedeutet, nicht nur zu sparen, sondern auch in die Zukunft des Landes zu investieren und für angemessene Einnahmen zu kämpfen, so Kraft. Im weiteren Verlauf des Artikels, der sich mit diesem Vortrag von Frau Kraft im politischen Forum Ruhr befasst, heißt es dann auch weiter, wir müssen eben Schulden machen. Ja, dann machen Sie eben Schulden. Jetzt müssen Sie nur noch zusammenkommen. Die einen, die sparen wollen, vor allen Dingen im Bereich Personal, und die anderen, die Schulden machen wollen. Vielleicht setzen Sie sich einfach mal an den Tisch und denken darüber nach, wie Sie hier Einigkeit vortragen. Einigkeit sieht für meine Begriffe, gerade was die Konsolidierung von Haushalten angeht, was Ihr Petitum, Ihr eisernes Petitum, wir wollen die Schuldenbremse einhalten, angeht, und vor allen Dingen Zukunftsinvestitionen, wie das in Einklang zu bringen sind. Tun Sie es hier von Ihrem Haus, in dieser Hinsicht sehe ich in Ihrem Haushalt einfach nichts. Und da wären wir dann bei dem Punkt, dass Sie der Opposition ja vorwerfen, Sie hätten keine Vorstellungen und hätten keine Vorschläge. Also der Dr. Paul, unser Fraktionsvorsitzender, hat eben einiges dazu ausgeführt, was teilweise auch von Frau Kraft missverstanden wurde. Es ging bei dem Bereich Bachelor nämlich nicht darum, dass alle Bachelor nun Master machen müssen, sondern er hat ausdrücklich, und da muss man natürlich dann genau zuhören bei ihm, in einem Nachsatz oder Nebensatz noch gesagt, wer es will. Ja, und nicht alle wollen Master werden. Manche sind auch nach der Bachelorstudienzeit bereit, tatsächlich in den Job zu gehen und wollen Geld verdienen, müssen Geld verdienen, weil sie vielleicht eine junge fahrende Familie gründen wollen, weil sie vielleicht den Lebensunterhalt verdienen müssen, weil anders geht's ja nicht. Denn auch die BAföG-Situation ist ja für junge Menschen, die studieren, aber vielleicht schon Familien haben, nicht besonders rosig. Das muss man mal ganz einfach sehen. Aber gut, dieses Problem möchte ich an dieser Stelle nicht beleuchten. Da wird es dann in den entsprechenden Ressorts und bei Fachberatungen im Verlaufe der Haushaltsberatung sicherlich genügend Möglichkeit geben, auch diese Problematik einmal zu beleuchten, nämlich der jungen Menschen, die schon in die Zukunft investieren, indem sie Familien gründen, Kinder kriegen, die sie dann natürlich in Kitas schicken müssen und in Schulen, aber selbst vielleicht sogar noch mit der Ausbildung dran sind. Auch das ist ein ganz interessanter Punkt. Zu diesem wichtigen Thema habe ich hier im Hause noch überhaupt nichts gehört in den letzten 2,5 Jahren. Noch gar nichts, Frau Löhrmann, noch gar nichts. Zur Ausbildung von jungen Menschen, die bereits Familien gegründet haben. Ja, ist gut. Das ist gut. Hoffentlich machen die das auch. Hoffentlich, Frau Löhrmann, hoffentlich machen die das. Frau Löhrmann, hoffentlich machen die das auch an der Universität. Richtig. Okay. Ich habe Sie dann als die Falsche in dem Moment angesprochen. Dann spreche ich Sie einfach nur als stellvertretende Ministerpräsidentin an. Das ist doch auch in Ordnung, oder? Ja. So. Also, global gesprochen können wir Piraten festhalten, dass mit der Bekanntgabe seitens Frau Kraft, dass sie nicht in die Bundespolitik gehen wolle,
der Bundesrepublik Deutschland möglicherweise viel erspart geblieben ist. Und nach geben auch einzelne Minister und Ministerinnen anscheinend auf. Also hier ist jetzt jedenfalls keiner mehr. Ich glaube, weiß gar nicht, wer gleich noch von der Landesregierung reden wird, aber schauen Sie, wenn das Königsrecht des Parlaments das Budgetrecht ist, ist es für meine Begriffe eine Unverschämtheit, dass von der Regierungsbank einzig und alleine die stellvertretende Ministerpräsidentin anwesend ist. Ja, Herr Mustafizadeh, das kann natürlich sein. Wahrscheinlich sitzen Sie jetzt alle in Büros und hören den Stream oder hier diese Live-Übertragung, trinken sich ein Käffchen dazu, das ist ganz großartig. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Wasser. Ich will Ihnen noch eins sagen, Herr Finanzminister. Mit dem vor. Der ist auch weg. Nee, der ist da. Alles klar. Der vorgelegte Haushaltsentwurf lässt praktisch alle Kriterien unbeachtet, welche Sie für eine seriöse Auseinandersetzung mit der tatsächlichen Finanzlage des Landes andererseits zwingend benötigen. Wir hatten da schon Neuverschuldung 2014 um 800 Millionen auf 3,2 Milliarden erhöht. Sie werfen der Opposition heute im WDR vor, sie hätte keine Vorschläge, dazu habe ich bereits was gesagt. Bei den Einnahmen haben Sie, Herr Finanzminister, sich verkalkuliert und nicht die Opposition. Das nur mal so ganz nebenbei. Und die Mehreinnahmen, die Sie mal orakelten in Höhe von 5 Milliarden für 2014, haben sich abgeschmolzen auf 2 Milliarden. Und damit kommen Sie auch nicht aus. Und die mittelfristige Finanzplanung schmeißen wir weg. Ich frage mich ernsthaft, was diskutieren wir hier eigentlich in den nächsten Wochen? Im Prinzip müsste doch der Haushalt neu aufgestellt werden, und zwar insgesamt neu aufgestellt werden. Auch für 2015. Denn die nächsten Tarifverhandlungen mit dem öffentlichen Dienst stehen an. Und wie auch immer die Vereinbarungen mit den Beamtinnen und Beamten aussehen, wird man natürlich mal schauen müssen, ob nicht bereits das neue Beamtenbesoldungsgesetz, was wir ja heute auch mit in der Einbringung haben, einer rechtlichen, insbesondere verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalten wird. Es mag zwar sein, dass jetzt von Seiten der Oppositionsfraktionen nicht die große Lust besteht, das nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Das werden vielleicht die Beratungen im weiteren Beratungsverlauf ergeben. Das Team kraftlos, agiert kraftlos, es ist ziellos, es ist planlos. Und alle Überschriften aller Gazetten in dieser Richtung in den Medien, also in den Zeitungen, scheinen genau dieser Auffassung recht zu geben. Und folgerichtig verabschieden Sie, Herr Finanzminister, sich schon mal im Vorgriff auf die Haushaltsklausurtagung im nächsten Monat zu den Gesprächen der Gruppe der Finanzminister zum Länderfinanzausgleich. Herr Finanzminister, ich frage Sie das ernsthaft. Wollen Sie tatsächlich nicht an den Haushaltsklausuren teilnehmen? Und nehmen Sie tatsächlich auch Ihren Staatssekretär mit? Staatssekretär ebenfalls mit, der auch nicht an der Klausurtagung teilnehmen will und soll. Nun, schriftlich haben Sie bereits in der Vorlage 16/2093 dazu wie folgt Stellung genommen. Forderung nach einer stärkeren Steuerautonomie für die Länder lehnen wir vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ausgangssituationen in den Ländern ab. Ein ausufernder Wettbewerbsföderalismus gefährdet die durch die Verfassung vorgesehene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und mit diesem Credo fahren Sie also in die Gespräche der Gruppe der Finanzminister, vermeiden die Haushaltsklausurtagung, die für Sie wahrscheinlich vor dem Hintergrund des uns vorliegenden Haushaltsentwurfs nur übel ausgehen kann. Und da muss ich Ihnen sagen, jetzt übersetze ich das mal, was Sie hier in diese Vorlage reingeschrieben haben. NRW ist pleite. Steht da, ich, Sie als Finanzminister habe keine Ahnung, wo das Geld für NRW herkommen soll. Steuererhöhungen sind mir kaum möglich, aber ich will sie auch gar nicht, weil sie so massiv ausfallen müssten, dass ich befürchte, dass ich dann wahrscheinlich meinen Stuhl räumen muss. Jetzt hoffe ich, also Sie als Finanzminister, dass die anderen Bundesländer mir aufgrund meiner desolaten Haushaltslage Geld geben. Auch das ist nichts weiter als ein Wunschkonzert, Herr Finanzminister. Sie können dafür kämpfen, das werden Sie tun.
Da kennt man sie für. Aber das sagt angesichts dieser desolaten Haushaltslage in Nordrhein-Westfalen, dem Schuldenland Nummer 1 in Deutschland, der Finanzminister von 18 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, Menschen, die in diesem Land leben. Ich muss Ihnen sagen, das kann man nur als schlecht bezeichnen. Begründet wird diese Haltung damit, dass es neben den praktisch erwartbaren Ergebnissen der gerichtlichen Auseinandersetzung zur Beamtenbesoldung auch noch zu Steuereinbußen im Bereich der Energiewirtschaft gekommen sei. Aus der Presse konnte man sogar vernehmen, dass es bei RWE zu einer Verstaatlichung kommen kann. Da sind die ganz scharf drauf. Beides wurde bereits mehrfach in der Vergangenheit thematisiert und beides hat die Opposition Ihnen mehrfach aufs Butterbrot geschmiert. Naja, wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann machen wir das so weiter. Dann geht es wieder so weiter so. Und Herr Dr. Paul hat eben schon mal gesagt, es geht nicht weiter so. Wir müssen die Dinge hier mal anpacken. Und vielleicht hören Sie von den regierungstragenden Fraktionen genauso wie die Landesregierung ab und zu auch mal auf die Opposition. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Und vielleicht nimmt man mal den Auftrag, wie zum Beispiel im Bereich Schuld und Sozialarbeit, mit in die Landesregierung, um dann damit zum Bund zu gehen. Und tut es nicht und hält dann der Opposition in Form von Herrn Laschet vor, er solle noch mal zum Bund gehen und es regeln. Nochmal, die Regierung sitzt hier auf der Regierungsbank und nicht auf der Oppositionsbank. Das scheinen Sie aber noch nicht begriffen zu haben. Vielleicht machen Sie es mal. Wenn ich solche Überschriften lese wie in der Rheinischen Post vom 4. September, Hannelore Kraft, der Offenbarungseid, reicht es aus, diesen verhältnismäßig objektiven Abriss zu lesen, um zu wissen, wo die Achillesfersen Ihres Regierungshandelns liegen. Ein gutes Teammitglied von Team Kraftlos steckt den Kopf einfach in den Sand, das ist nämlich der Finanzminister, und vielleicht ist es dann auch tatsächlich besser, wir beraten den Haushalt ohne die Hausspitze des Finanzministeriums auf der Haushaltsklausurtagung. Da muss er nicht so viel Prügel einstecken. Herr Finanzminister, es ist schon ein starkes Stück, dass Sie in dieser desaströsen Lage des Landes und der Landesfinanzen es nicht für nötig halten, an der Klausurtagung angekündigtermaßen nicht teilzunehmen. Vielleicht ändern Sie ja noch Ihre Meinung oder schicken wenigstens Ihren Staatssekretär. Tja, jetzt hätte ich gerne noch was zu den Flüchtlingen, zu der Flüchtlingsproblematik in Nordrhein-Westfalen gesagt. Auch das ist natürlich teilweise ein haushalterisches Problem. Die Zeit fehlt mir indessen, aber eins möchte ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall betonen. Es gibt massive Probleme von Menschen in diesem Land, die nicht mehr haben als ihre Kleidung am Leib und hier Hilfe suchen. Und die Kommunen müssen die Kosten überwiegend aufbringen. Und die brauchen dafür 52 Millionen mehr. Ohne spezifische Vorgaben an die Kommunen. Das muss gemacht werden. Hier müssen Zahlungen geleistet werden in Höhe von insgesamt, Moment, ich habe die Zahl aufgeschrieben, fest in Betracht. Klar ist, dass die Kommunen bereits im Jahr 2013, wohl bemerkt, mehr als 375 Millionen Euro an Ausgaben für Flüchtlinge hatten. Mit zu erwartenden 37.000 Erstanträgen in NRW in diesem Jahr und voraussichtlich weiter steigenden Flüchtlingszahlen für 2015 reichen die Kapazitäten nicht aus. Packen Sie das an, Herr Finanzminister und liebe Landesregierung, denn es darf nicht sein, dass im Winter irgendwelche Menschen auf irgendwelchen Plätzen in am besten eiskalten Zelten in Nordrhein-Westfalen übernachten müssen, die hier Hilfe und Zuflucht suchen. Das wäre nämlich das schlechteste Zeichen für NRW und das wäre das schlechteste Zeichen, was Frau Ministerpräsidentin Kraft dann von NRW, diesem Zukunftsland, aussenden könnte in die Welt. Denn wir sind doch wohl weltoffen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Ministerinnen, Minister, Frau Ministerpräsidentin, in der Ferne. Wir müssen uns über eines deutlich im Klaren sein. Ich befürchte nur leider, Sie werden das so nicht sehen. Aus meiner Sicht hat die Landesregierung mit Vorlage des Haushalts 2015 und des Nachtragshaushalts 2014 praktisch bereits heute in der Mitte der Legislaturperiode abgehalftert. Sie rennen rum auf der Weide, unmotiviert und unstrukturiert. Die Fakten wurden genannt. Der Sparwille der Regierung erschöpft sich in der Vision einer Reduzierung der Personaldecke. Die Landesregierung tritt damit im Ergebnis den sozialen Markenkern der Sozialdemokratie mit Füßen. Und ich behaupte frank und frei, dass Sie sich möglicherweise schon heute einmal Gedanken machen sollten,
wie Ihre weitere Zukunft nach 2017 aussieht. Denn wenn das so weitergeht, sollten Sie sich ernsthaft auch Gedanken über Ihre Anschlussverwendung machen. Und Herr Minister Jäger, auch wir machen das selbstverständlich jeden Tag, weil wir jeden Tag darüber nachdenken, wie wir optimal Oppositionspolitik, auch wenn Sie das vielleicht anders sehen wollen, gestalten. Und Herr Mustafizadeh, wir sind hier angetreten als Neulinge. Und ich sage Ihnen heute eins, wir sind hier angetreten, um zu bleiben. Und dafür werden wir kämpfen. Dafür werden wir kämpfen. Und ich sage Ihnen noch eins, ich erkenne in der Landesregierung mit den vorliegenden Haushaltsentwürfen, dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht, dass Sie dafür kämpfen, dass es dem Land Nordrhein-Westfalen besser geht. Sie haben die Gelegenheit, hier etwas zu ändern, tun Sie es. Und tun Sie es bald. Tun Sie es sehr bald. Sonst muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wird es weiterhin heißen, diese Landesregierung, dieses Team kraftlos, in dem Falle tatsächlich wortwörtlich, Frau Kraft ist nicht im Saal, wird ziellos, planlos, kraftlos in die Geschichte eingehen. Und letztendlich wird auch der Haushalt 2015 in Fortschreibung der anderen Haushalte nichts weiter sein, bei steigender Netto-Neuverschuldung, die wir möglicherweise noch zu beobachten haben müssen, nichts anderes sein als eine Bankrotterklärung dieser Landesregierung. Und wie Sie das... So, Herr Kollege, Sie kommen jetzt zum Schluss, weil Ihre Redezeit ist schon seit bald 2 Minuten abgelaufen. Selbstverständlich komme ich zum Schluss, Herr Vizepräsident. Und von daher freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss oder in den Ausschüssen. Und Sie werden, das habe ich noch gar nicht gehört, sich wundern oder nicht, wir werden der Überweisung in die Ausschüsse dieses Haushaltsentwurfs schweren Herzens zustimmen. Danke. So, als nächster Redner spricht für die Landesregierung der